Hallo und ein herzliches Willkommen hier aus dem Backofen. Na gut, es ist nicht so warm wie gestern Abend, aber wird schon warm. Also ich habe hier einen Kommentar, wir müssen reden, sage ich mal. Und der Kommentar heißt, Sie, du hält Verschwörungskram für gefährlich und spricht über in der Corona-Krise nach Halt suchenden Menschen. Also ich habe mir Zeit genommen, wie ich das immer mache. Der Kommentar ist vom 20.05., also letzten Monat. Und ich habe ein Update wieder gemacht, nach anderen Updates. Und das letzte ist von heute, 27.06.2020. Und dann beginne ich mal. Also man sieht hier schon Sido, wie er hier so ein Ding hier am Kopf hat. Hat er keinen Mundschutz, hat er hier einen Augenschutz. Und da ist dann so ein Freimaurer-Winkelzeichen da. Hier hat er einen Strick um den Hals. Dann hier den Arm frei, den linken. Und es ist ein Initiationsritual bei einer Freimaurerloge. Und er hat auch in einem Video gesagt, das kann ich schon mal vorab erwähnen, er wollte eigentlich mit Bushido, wie er gesagt hat, in der Berliner Freimaurerloge irgendwie gedreht haben, das Video, so mache ich es. Aber das wurde verweigert, weil das nicht mit den Werten von der Loge übereinstimmte, zumindest Bushido. Aber wie auch immer. Also fange ich mal an. Damit will ich nur sagen, er spielt mit der Symbolik. Sido hält Verschwörungskram für gefährlich und spricht über in der Corona-Krise nach Halt suchenden Menschen. Einen Tag, nachdem der Berliner Rapper Sido die Bildreporter von vor seinem Grundstück jagte, da er sich im für mich Paparazzi-ähnlichem Setting zu sehr darüber aufregte, was in einem gewissen Grad ohne vereinbarten Termin verständlich ist, weil es an Ambush-Journalismus denken lässt, gab er in dem YouTube-Format Rap Schlau, Hashtag Zuhause mit Sido, dazu ein Statement ab. Darüber hinaus sprach Sido ebenso das medial verheerende Statement bei Ali therapiert Sido an. Da sprach er darüber genau. Nein, hier geht es nicht um Sido und die Drogen, sondern Sido und Verschwörungsmythen. Ein Thema, mit dem sich fast jeder früher oder später konfrontiert sieht, was besonders über soziale Netzwerke in der Corona-Krise deutlich wird. Menschen leben somit in Filterblasen, die sich mehr und mehr ausweiten, sodass fast jeder damit in Berührung kommt. Mit meinem Interesse an die Welt und ihrer Geschichte erlebte ich 2007 auf der Abendschule in Psychologie den Aha-Effekt. Aha. Da ich endlich verstand, dass wenn man Heavy Metal als Teufelsmusik bezeichnet, dies Vorurteile durch Konditionierungen sind, die, wie ich später lernte, Gruppenprozessen unterworfen sind. Also kann man auf Wikipedia gehen, Vorurteil gucken und dann kann man das auch mit den Gruppenprozessen lesen. Es konnte so also verstanden werden, dass es Gruppenmeinungen gibt, die mit einem emotionalen Gehalt hartnäckige Vorurteile vertreten. Das als Metalhead zu verstehen, der in der Schulzeit zu den Außenseitern zählte, weil wer hat schon Metal-Shirts getragen, ne? Ich war einer der einzigen da in der Schule, war eine Erleichterung. Seitdem bin ich zwar für Psychologie offen, aber gab es noch Themen, wo ich keine richtige Ahnung von hatte. Wie rituelle Gewalt. Und deshalb mich erkannte, dass Vorurteile mit Verschwörungsmythen Hand in Hand gehen, sowie diesen auch Therapeuten anhängen können. Wegen dem Aha-Effekt sei darauf verwiesen, dass Forscher herausfanden, dass es wegen ausgeschütteten Dopamin zum Aha-High kommt, weshalb auch Verschwörungserzählungen und Mythen wie eine Droge aufs Gehirn wirken können. Und da möchte ich immer sagen, hier wird ja von Verschwörungserzählungen geredet und Mythen anstatt von Theorien, weil, was macht denn der Mensch? Das werde ich noch in einem anderen Kommentar ein bisschen mehr beleuchten, aber es gibt doch Menschen, die sitzen am Lagerfeuer und erzählen sich Gruselgeschichten. Da gibt es dann diesen Bösen, der ist irgendwo, man weiß es nicht und man gruselt sich davor, dass was passiert. Und das ist doch bei Verschwörungsmythen ähnlich, würde ich mal behaupten, dass da auch ein ähnlicher Effekt bei irgendwie vorgehen kann. Aber das ist jetzt meine Sache, die ich da so sehe. Ich lese mal weiter.
Ohne zum Beispiel Psychologie, Kriminologie oder Religionsgeschichte studiert zu haben, ist es für uns Laien erstmal relativ schwer, solide Fakten von Halbwahrheiten und Bullshit zu unterscheiden. Und so gesteht auch Sido sich ein, einen Fehler mit Halbwissen gemacht zu haben, indem er sagt: Was mir nochmal wichtig ist, ich habe mit Attila Hildmanns und wie die alle heißen, nichts zu tun. Ich finde die Kacke. Ich halte die für gefährlich. Ich glaube, das, was die verbreiten, ist ganz großer, gefährlicher Schwachsinn. Also, wie gesagt, wenn ich da mit irgendeinem blöden Halbwissen herumgeschmissen habe in diesem Gespräch, dann mag das sein. Aber bitte steckt mich nicht in eine Schublade mit dieser Bagage. Ich halte das, was die verbreiten, für sehr gefährlich. Und das, was die in den Menschen gerade auslösen, die irgendwo einen Halt suchen. Das ist ja das Problem. Das sind Menschen, die suchen einen Halt, weil gerade die Situation, die gerade ist, kann keiner einschätzen. Keiner weiß, wo es hingeht, was passiert. Und keiner hat mehr Halt. Irgendwas, an was er glauben kann. Und dann kriegen so eine Leute wie die so einen komischen Aufwind, weil das klingt für die irgendwie logisch und toll und gut und daran sollte man sich halten. Aber wie gesagt, ich halte das für sehr gefährlich. Zitat Ende. Das hat also Sido gesagt. Und wenn ich das hier jetzt lese nochmal und keiner hat mehr Halt, irgendwas, an was er glauben kann, dann kommen die Verschwörungsmythen damit rein, weil das ein Verschwörungsglaube ist. Es ist auch ein Glaubenssystem. An dieser Stelle muss ich ein warnendes Wort, habe ich hier Worte geschrieben? Shit. An dieser Stelle muss ich ein warnendes Wort von Erik Hofer anmerken. Da wir Menschen in Krisenzeiten Halt suchen, wie Sido das gut formulierte, ist es wichtig, auch nicht bei den falschen Leuten diesen Halt zu finden. So wie ein ehemaliger Rechtsextremist das mit Potholes erklärt, werden besonders bei jungen Menschen, die zum Beispiel eine Vaterfigur suchen, dies falsche Vorbilder für sich ausnutzen. Von mir selbst kann ich sagen, dass ich zumindest mit den Onkels die besten schlechten Vorbilder hatte. Also immerhin aus deren eigenen Fehlern etwas gelernt habe, wie das eben Menschen zwar nicht fehlerfrei sind, aber sich dennoch ändern können. Zumindest sofern sie nun keine narzisstischen Blender und Besserwisser sind, die eben ihre Versprechen ständig brechen. Da solche immer selbstsicher wirken und für uns mit der Redegewandtheit als Vorbilder erscheinen, möchte ich Folgendes von Hofer zitieren. Er schreibt in diesem kleinen Büchlein, Der Fanatiker, eine Pathologie des Parteigängers, hat er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, heißt eigentlich The True Believer und das finde ich viel passender, weil da geht es um die Natur der Massenbewegungen, also die psychische Natur. Und ich will das nur sagen, er hat das halt nicht aus einer Elfenbeinturmsicht geschrieben, sondern er war dabei. Er hat diese Leute gekannt. Er wusste, wovon er schreibt. Er hat das gelebt. Zitat: Der Fanatiker ist ständig unfertig und unsicher. Aus seinen persönlichen Quellen, aus seinem abgelehnten Ich, kann er keine Selbstsicherheit entwickeln, sondern er findet sie allein dadurch, dass er sich leidenschaftlich an irgendeinen Halt klammert, den er gerade zu fassen bekommt. Zitat Ende. Und da haben wir das wieder mit einem Halt. Also selbst der Fanatiker, der jetzt irgendwie was verbreitet an irgendwelchen Hass und Lügen und sowas und Hetze, selbst dieser, der sich so sicher glaubt, auf der guten Seite zu sein, obwohl er eigentlich voller Unsicherheit ist, selbst dieser klammert sich dann da dran. Und andere Leute klammern sich an den, der sich auch irgendwo dran klammert. Es suchen nach meiner Sicht viele Menschen nach Halt. Aber wenige, die als Verschwörungsideologen ihre Wahrheit verbreiten, sind offenbar diejenigen, die selber kaum Halt im Leben haben und andere in ihr Weltbild reinziehen. Damit geht für die heilige Sache die Selbstopferung einher. Die Selbstaufopferung einher, der sich andere Menschen, die zu mehr fähig sind, leider anpassen. Wie ein Sektenguru vielleicht aus seiner Perspektive eine gute Welt aufbauen will, so ist der Glaube auf Dauer sehr ermüdend und schadet letzten Endes. Und weiter schreibt Erik Hofer in dem kleinen Büchlein.
Der echte Intellektuelle selbst, schreibt Hofer im Gegensatz zu den wahren Gläubigen, kann ohne Glauben an das Absolute leben. Er schätzt die Suche nach der Wahrheit genauso hoch ein wie die Wahrheit selbst. Er berauscht sich am Widerstreit der Gedanken. Sein Appell richtet sich gewöhnlich an die Vernunft und nicht an den Glauben. Zitat Ende. Und damit sollte man eine klare Trennlinie auch zu diesen Verschwörungsmythen, Glaubenssätzen ziehen, finde ich. Weil es ist auch alles nur, das beruht alles nur auf einem Bauchgefühl und da ist eigentlich gar kein richtiges Wissen hinter. Man schiebt nur die Schuld irgendjemand anders zu. Und dazu habe ich hier noch ein dickes Buch. Deutsche Geschichte, 1000 Seiten. Ich gucke da mal eben schnell rein. So, ich werde das zurechtgeschnitten haben. Ich habe es jetzt gefunden auf Seite 554 von Jost Dülfer geschrieben, mit 2 F, über Deutschland als Kaiserreich 1871 bis 1918. Also das ist dieses Buch hier. Und hier heißt es kurz zum Antisemitismus: Die Judenfeindlichkeit lässt sich sozialpsychologisch als eine Abwehrreaktion erklären, als eine Projektion von Ängsten in einer Zeit beschleunigten Wandels. Zitat Ende. Ich komme auch gleich wieder auf das Buch zurück. Und damit kann man ja sehen, das ist eine Abwehrreaktion. Und jetzt ist, wie gesagt, dann hier solche Leute wie Hildmann, die hetzen jetzt irgendwie über auf die Zionisten und sowas. Und das ist auch eine Abwehrreaktion nach dieser Merkel-Kommunistin-Kröte und sowas. Das ist doch auch eine Abwehrreaktion. Und da sollte man richtig aufpassen, aber ich lese jetzt einfach mal weiter. Auch wenn Sido nach dem Vorfall mit den Bildreportern Abstand von den Themen nimmt, die er in dem Interview mit Ali angesprochen hat, sieht es für mich nicht danach aus, dass er keine Lust auf die Themen hat, was aber sein kann, die er als gefährlich ansieht. Er mag zwar einfach dicht machen, allerdings sieht das für mich nach Schadensbegrenzung aus. Also das kann sein, muss es aber nicht. Erst sagte Sido, dass er glaube, dass Kinder auf unerklärliche Weise verschwinden. Er habe da zwar keine Ahnung über die Dinge mit sehr reichen und mächtigen Leuten und glaube schon, dass die da was machen können, aber das, was da mitschwingt, ist zum Beispiel der Dutroux-Fall, worüber wegen den toten Zeugen gesagt wird, dass er als Täter Handlanger der Elite war, die Zeugen zum Schweigen brachten, ähnlich wie beim Franklin-Fall in Amerika. Also Dutroux-Fall, das war in Belgien. Dazu werde ich auch noch einen Kommentar vertonen, also lyrischer Aufschrei gegen Kindesmissbrauch. Da will ich dann mal die Sichtweise von Xavier Naidoo ein bisschen beleuchten, aber nur ein bisschen, weil das sollte man mal gemacht haben. Ich finde das ziemlich interessant, weil man daraus auch was lernen kann. Haarig wird es jedenfalls, als Sido über Leute aus Frankfurt spricht, die er kenne und die ihm gesagt haben, dass sie schon Kontakt zu solchen Leuten gehabt haben und komische Fragen gestellt worden seien und eine Party irgendwie gruselig wurde. Diese ominöse Darstellung kann nun auch an Ronald Bernard denken lassen, der im Finanzsektor gearbeitet habe und zur Party eingeladen worden sei, also aus den Niederlanden, bei der er hätte ein Kind töten müssen, wie er zumindest sagt. So präsentiert dieser sich als Ex-Illuminati-Banker. Und damit habe ich schon ein Problem. Illuminati. Der eine schlimme Geschichte erzählt, die ihn emotional sehr mitzunehmen schien, da es wie bei Xavier Naidoo zu Tränen kam. Vielleicht fand es auch nur Krokodilstränen. Kann auch sein. Allerdings waren der beste Beweis für all das, was er als ein vermeintlicher Insider im Interview äußerte, dann ausgerechnet die gefälschten Protokolle von Zion. Es wurde also einfach an die antisemitische Ritualmordlüge angeknüpft. Naja, die haben das schon immer gemacht, ne? Schon früher in Babylon und so, ne? Bla bla bla. Aber zurück zu Sido. Besonders in Frankfurt soll laut Sido seinen Leuten aus Frankfurt es sowas geben. Und ließ bildlich gesprochen direkt die Hose herunter, indem er beim Gespräch, wo es auch wegen Xavier um Kinderblut ging, den Namen Rothschild fallen. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, egal. Zitat: Der alte Rothschild hat früher einst einen Sohn nach Frankfurt geschickt und einen Sohn nach Wien. Und die haben dann da angefangen, ihre Geschäfte zu machen. Zitat Ende. Damit will ich zwar Sido nichts Böses unterstellen, keineswegs, aber ist das besonders mit dem Kinderblut und Adrenochrom
ein Einfallstor zu altbackenen Verschwörungsmythen. Dennoch gibt es sicherlich auch gut geschulte Historiker, die das über die Rothschild-Brüder hätten sagen können, da eben nun mal Banker einfach Geschäfte machen. Es kommt immer darauf an, wie und was man sagt. Da kann man hier draufklicken, dann kommt man jetzt zu Wikipedia und da sind ja auch Bücher verlinkt als Quelle. Kann man vielleicht mal gucken, ob da ein Historiker bei ist. Ich habe mich noch nicht so großartig damit beschäftigt, aber ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte damals ein Buch gehabt, das habe ich mittlerweile weggeschmissen, weil das ist einfach nur antisemitische Hetze. Und da waren ganz viele Zeitangaben und das ging da um die Rothschild-Familie und wie sie die Welt erobert hätten und sowas. Und da waren halt ganz viele Jahre irgendwie verknüpft, seitdem es die Familie so gibt. Und dann wurde ein großer Verschwörungskomplott draus gemacht. Das hat irgendwie, glaube ich, ein Brite geschrieben, der angeblich mal Polizist gewesen sei. Ich weiß das nicht mehr so genau, aber schon über 10 Jahre her, wo ich das gelesen habe. Satans Banker hieß das Buch, glaube ich. So ein Schmarren. Aber egal, egal jetzt. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie und was man sagt. Und mit dem Buch habe ich meine Probleme gehabt. Weil, wie das da beschrieben worden ist, da konnte man zumindest dran erkennen, wegen den Zitaten, zum Beispiel von US-Präsidenten, dass eben schon Verschwörungsmythen auch in Amerika gewesen sind. Bei den ersten Präsidenten. Dass es da schon angefangen hat. Aber wie dem auch sei. Zum Beispiel dieser Garfield. Der hat ja irgendwie gesagt, dass eine kleine Clique irgendwie das alles regiert. Und wenn man das erstmal versteht, dann versteht man auch die anderen Sachen. Und so wird es nicht leicht gemacht. Naja.